Tier ist eine glückliche Kuh. Die lebt in Russland und wird in nächster Zeit viele Kälber haben. Denn die Russen rüsten auf. Ich meine jetzt nicht diese Atomraketen, sondern Traktoren, Kühe, Hühner und Getreidefelder. Vor einem Jahr gingen die Schranken für europäisches Essenszeug nach Russland runter. Als Antwort auf die Sanktionen von der EU. Schon damals gab es Leute in Russland, die sich voll freuten. Die Bauern nämlich. Und die Begeisterung ist weiter da. Die sind so happy, dass sich jetzt einer ihrer Chefs sogar öffentlich gewünscht hat, doch bitte noch mehr Lebensmittelsanktionen gegen die EU zu machen. Aber wenn ihr jetzt durch einen russischen Supermarkt lauft, ist der nicht weiter leer. Aber der Käse, der da liegt, ist jetzt fast immer aus Russland selber. Ich behaupte jetzt mal nicht, dass der so gut schmeckt wie einer aus Frankreich. Und echt billig ist er auch nicht. Aber er macht eben einen russischen Käse reich und keinen französischen. Lange Gesichter gibt's bei den Bauern trotzdem. Und zwar bei denen in Deutschland und Österreich. Die Milch und das Fleisch stehen rum und keiner will gescheit dafür bezahlen. Manche von euch fragen sich jetzt bestimmt, warum quatscht uns die Blondine heute die ganze Zeit von Landwirtschaft voll? Ganz einfach. Auch ich habe einen Chef, der mich dafür bezahlt, was ich erzähle. Und der hat nicht nur eine Online-Zeitung, sondern auch einen Anteil an einem russischen Biobauernhof. Da flutscht der Laden, denn die Moskauer stehen auf Öko und Öko aus der EU. Nur leider gibt es das nicht mehr. Wenn der Sanktionsmist also weitergeht, wird er noch richtig reich. Und deswegen soll ich heute mal an euer Gewissen als Deutsche appellieren. Schreibt an eure Politiker, mehr Sanktionen für Russland, nieder mit dem Unrechtsregime, macht unseren Chef reich. Die USA findet das auch cool, das haben sie eben erst gesagt. Macht kreative Sanktionsvorschläge, sowas wie Einreiseverbot für Putin, den ladet ihr ja eh nie ein. Oder ein Jahr Knast für jeden Deutschen, der die Krim betritt. Wir versprechen euch dafür, dass wir Russland TV dann auch als Hobby weiter betreiben, auch wenn wir mit Biomilch reich geworden sind. Prost! Ach ja, und die Kommentare bitte nicht vergessen. Tschüssi!